Don Roberto, unser neuer Natural Espresso aus El Salvador. Super fruchtig, bei wenig Säure und viel Kakao. Wir sind in El Salvador. El Salvador, genau. Und ein Kaffeeland mitten in Zentralamerika. Noch, produziert noch so 600.000 Sack im Jahr. Und unter anderem einen Kaffee von Don Roberto. Genau. El Salvador war mal viel größer. Das gehörte mal zu den Top 3 Kaffeeproduktionsländern in Zentral- und Südamerika. Und das hat eine ganz eigene Geschichte, bestimmt von Bürgerkrieg, von Umwälzungen, von politischen Unruhen, von reichen Familien, von großen Familien. Sehr spezielle Geschichte, die müssen wir ein andermal aufholen. Die ist wirklich sehr komplex. Deswegen immer schön, wenn man Kaffees aus El Salvador hier hat. Etwas, was sich durchzieht bei diesen Kaffees aus El Salvador, ist wirklich, dass die Mehrheit der Spezialitätenkaffees trocken aufbereitete Kaffees sind, also Naturals. Und dieser Kaffee ist es eben auch und der kommt von Don Roberto. Ihr habt das vielleicht gesehen auf der Packung, die hat dieses violette Label und wir haben hier eine kleine Anpassung gemacht, denn alle Kaffees, die jetzt dieses violette Label haben, das sind in der Regel üppige, fruchtigere Kaffees im Gegensatz zu gewaschenen Kaffees. Also hier habt ihr mehr diese Naturals. Doña Margarita, das war letztes Jahr, das war ein Kaffee von unserer Farm in Nicaragua. Nur dieses Jahr haben wir in einem anderen Video gesagt, haben wir sehr wenig Kaffee geerntet und auch fast keine Naturals gemacht. Also brauchen wir einen anderen Kaffee, der ähnlich schmeckt und das ist jetzt dieser Kaffee aus El Salvador. Und der ist über Umwege zu dir gekommen, ja. Und, oder zu uns gekommen, über tolle, spannende Verbindungen. Und es ist ein sehr interessanter Kaffee. Lass uns doch kurz über den Geschmack sprechen, weil wir ihn ja hier schon verkosten. Du hast schon gesagt, ein üppiger, schwererer Kaffee, wirklich. Wenn man diesen Kaffee trinkt, der hat viel Komplexität, aber vor allem füllt der den Mund aus. Also der ist so richtig, so wie ein samtiger, schwerer Teppich, der da im Mundraum sich ein bewegt. Ein fliegender Perserteppich, der sich leicht über die Zunge legt. Nö, nicht fliegend. Der ist mehr so abgestürzt. Also ein abgestürzter Perserteppich aus El Salvador. Also wir beschreiben den ja auf dem Label ziemlich reduziert mit fruchtig und Kakao. Aber das ist er halt. Also er ist üppig fruchtig. Er ist wirklich so viele reife Beeren. Ich finde das aber auch vor allem so diese Sauerkirschen, diese Cocktailkirschen, Amarena-Kirschen, so süß, säuerlich und dann aber so hinten raus extrem kakaoig. Also weniger schokoladig, sondern wirklich so Kakao. Wenn so wirklich eine dunkelste Bitterschokolade, ne? Also in diese Richtung. Aber ich finde auch kirschig. Ich finde interessant, für mich hat er auch was von einer getrockneten Banane. Banane, ja, so eine schwere Süße, so eine reife Süße. Mhm. Nicht diese weiße, braune Zuckersüße, sondern alles schwer, so nachtischmäßig. Also der Kaffee, ich finde den auch ziemlich nachtischmäßig. So, also das ist für mich so der perfekte Abschluss von einem Essen. Schwer, fruchtig, kakaoig, aber nicht bitter Kakao, sondern wirklich einfach schwer und fruchtig. Es ist ein natürlich aufbereiteter Kaffee. Ja. Er wurde nicht gefloatet. Ich möchte nur kurz was zur Säure sagen, denn das ist spannend. Die Säure ist nicht so hoch. Also die Säure, sagen wir im unteren Drittel ganz oben. Also das heißt, für unsere Kaffees hat er eher weniger Säure. Es dominieren diese Frucht- und Kakaonoten. Das hat einerseits mit der Aufbereitung zu tun. Es ist ein Natural, also diese Fruchtnoten werden betont. Das andere ist aber, das ist ein Late Harvest. Also der Kaffee, der kommt, die pflücken den. Don Roberto ist übrigens Roberto Ulloa. Die Farm ist Divina La Providencia. Wer den Kaffee dann aufbereitet hat, kommt später. Jedenfalls pflückt Roberto und sein Team, die pflücken den Kaffee in drei Etappen. Und das eine ist Anfangssaison, Mittesaison und zur späten Saison. Das ist die Spätlese. Ihr kennt das vom Wein. Die Weine, die da sind, die sind etwas satter, süß. Die haben deutlich weniger Säure, weil die auch reifer sind und die hängen länger am Baum. Und das hier ist ja auch passiert. Also die erste, die Early Harvest, die hat deutlich mehr leichtere, fast floralere Noten. Die mittlere Phase der Ernte ist etwas ausgeglichener und die hat weniger Säure, dafür mehr Fruchtnoten. Und der Kaffee,
der kommt eben aus dieser Spätlese und das merkt man ganz deutlich. Weniger Säure und mehr Frucht. Und du hast vor 3 Tagen mit Rodolfo telefoniert, der eben dann auch federführend für das Processing mit ist. Und ihr habt gar nicht mehr aufgehört. Ihr habt so viel über Kaffee, Gott und die Welt, El Salvador, das Processing gesprochen. Was hat er dir erzählt? Er hat mir vieles erzählt und ich dachte dann, okay, Umbre, es ist jetzt 11, ich gehe jetzt schlafen, bei dir scheint die Sonne hier nicht, hier scheint der Mond, ich muss jetzt schlafen gehen. Also, aber das war ein spannendes Gespräch. Also Rodolfo Ruffati Battie, der macht viele verschiedene Dinge. Der importiert Kaffee nach Europa, der exportiert Kaffee aus El Salvador und er hat Familie in El Salvador und er führt dort verschiedene Farmen und kauft auch Kirschen an. Und die macht er unter dem Label Productor Coffee, machen sie verschiedene Nachernteprozesse, bieten aber auch verschiedene Dienstleistungen Farmern an. Mhm. Es ist ein sehr komplexes Business, das er führt und ich finde das sehr wegweisend, dass sie eben Dienstleistungen so im Modularsystem anbieten. Googelt das mal, Productor Coffee, wir verlinken es auch. Ich finde das ein fantastisches Geschäftsmodell, das er da aufzieht. Jedenfalls kauft er auch Kirschen von Don Roberto an. Die sind am selben Hang des Vulkans Santa Ana in El Salvador und er kauft da Kirschen an und er trocknet sie dann bei sich auf der Farm. Sie floaten das nicht, das hast du vorhin gesagt, also sie geben das nicht ins Wasser rein. Das machen wir in Nicaragua, um sicherzustellen, um die Floaters, die da schweben, die Unreifen und die Überreifen da wegzunehmen. Das machen sie nicht. Wenn man das nicht macht, dann muss man sich echt sicher sein, dass der Kaffee richtig gut gepflückt ist. Und das funktioniert dann, wenn man ein richtig gutes Team hat. Und Don Roberto, der hat halt ein sehr stabiles Team, meinte er, und zwar seit mehreren Jahren arbeitet er mit denselben Pflückern zusammen und das zahlt sich dann eben aus. Die Kaffees sind unheimlich clean, also in keinem einzigen Sample, es war da irgendwie nur so ein Störfaktor von einem Defekt oder ein bisschen unkontrolliert fermentiert, die sind super, super sauber. Jetzt kauft also Rodolfo, kauft die Kirschen von Roberto und die legen sie auf diese Trocknungsbecken aus, ziemlich simpel für 30 Tage ohne Firlefanz und das landet in dieser Tasse. Ich finde, das ist ein ziemlich einfacher Prozess, also wenig komplex, aber sehr aufwendig. Ja? Also wenige Etappen drin, aber dass der Kaffee so schmeckt, muss man halt echt alles fein säuberlich machen. Und das schmeckt, dass das gelungen ist, das sieht man hier. Wir empfehlen euch ein Brühverhältnis von so oder ein Getränkeverhältnis von so 1 zu ein bisschen mehr als 2, 1 zu 2,1 zum Beispiel. Du hast jetzt gebrüht 19 Gramm in und 40 out. Genau. Und der ist jetzt sehr süß, da kommt diese Schwere auch wirklich toll raus. Ein sehr konsistenter Kaffee, auch einer, der ganz, ganz gut mit Milch funktioniert. Also da hat man dann wirklich dieses Kakaoige mit der Milch und die Süße, die ja noch, das ist wirklich eine echt schöne Geschichte. Da braucht ja kein Dessert mehr. Also der Kaffee wäre dann das Dessert. Das ist dann das Dessert. Brühtemperatur relativ klassisch. Wir würden da nicht zu hoch gehen jetzt mit diesem Kaffee, sondern wirklich auch eher so bei 93, 93,5 vielleicht sein. Könnt auch mal 92 probieren, ungefähr in der Range. Und eher nicht Richtung 1 zu 2,5, sondern durchaus ein bisschen kompakter bleiben, damit das Ganze auch wirklich seine Stärke zeigen kann. Spannend ist die Zeit nach der Röstung, wann ihr den Kaffee brühen möchtet. Dieser Kaffee ist jetzt 8 Tage alt. Vorhin haben wir einen getrunken, der war 18 Tage alt und die sind anders. Der etwas jünger ist bei 8 Tagen, der hat schon fast so etwas Cognac-ähnliches, also etwas alkoholisch-holziges im Positiven, Likörmäßiges. Der andere war deutlich fruchtiger und hatte weniger dieses boozy-alkoholige. Und ich finde das spannend. Aus meiner Erfahrung sind Naturals, mag ich die am liebsten so nach 3 Wochen. Vor allem diese intensiven Naturals, die brauchen einfach etwas mehr Zeit. Warum genau? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach, dass die dann viel balancierter schmecken. Ich habe Vermutungen, aber ich weiß es nicht genau. Nach 3 Wochen schmecken mir die am besten, weil die so super elegant sind. Jetzt ist wirklich so dieses Likör-ähnliche. Nach 18 Tagen haben wir gemerkt, ist es deutlich fruchtiger.
am besten einfach mal ausprobieren. Das macht wirklich Spaß, wie sich der Kaffee verändert. Ausprobieren könnt ihr den Kaffee bei uns im Café natürlich. Ihr könnt ihn auch online bestellen in unserem Schweizer Shop. Er ist auch schon in der EU verfügbar über unseren deutschen Shop. All das verlinken wir euch unten. Und dann sind wir gespannt, wie er euch schmeckt. Schreibt uns doch eure Geschmacksbeschreibungen, wie ihr den Kaffee brüht, hier in den Kommentaren oder in unserer Facebook-Gruppe. Wir würden uns freuen. Viele Grüße von uns und tschüss von den Kaffeemachern.